So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Diesmal am Donnerstag, weil wir gestern ja noch das Infovideo zum großen Diamant-Berlesino-Event gemacht haben. Das heißt, ich kann jetzt gar nicht sagen, dass ihr mich heute Abend bitte einladet für die Raid-Stunde, bevorzugt zu Terrakium, weil das jetzt am Donnerstag kommt. Aber ich hoffe, ihr habt das gemacht, weil ich habe das ja die ganze Woche gepredigt, habe das in den Streams immer erzählt, habe das bei dem Community-Raid erzählt, habe das im Community-Tab gepostet, dass ich bevorzugt Terrakium-Einladungen annehme momentan. Ich werde nicht jedes machen, ich werde aber immer mal eins machen, wenn ich gerade was sehe. Zufällig, also nicht wundern, es ist nicht die Darkrai-Suche nach dem 100er, es ist Terrakium. Und wenn ich was mache, dann Terrakium. So, jetzt aber egal, jetzt die Highlights der Woche und der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche hier bei der Heike, nicht beim Kyogre, sondern bei der Heike hat es angefangen, obwohl der Kyogre eigentlich das erste Bild hatte. Aber das ist jetzt weg. Und deswegen ist jetzt die Heike das erste Bild. Wir haben also hier Erki Hai, Forschungsdurchbruch, 100% Skalyk. Ja, gibt es ja nicht nur in Eiern und im Forschungsdurchbruch aktuell. Könnt ihr auch aus den Feldforschungsaufgaben bekommen, als Shiny, als neues Shiny eingeführten Shiny. Finde ich auf jeden Fall richtig brutal. Hat schon jemand ein Shiny? Schreibt es mir in die Kommentare. Dann haben wir beim Bierbenny meine von heute. Sandan, Karadonis, Weberak, alle als Shiny mitgenommen. Chevy Art auf dem kleinen Account, 100er Darkrai. Ich habe auch noch etliche Shiny Darkrai Bilder bekommen. Die habe ich jetzt nicht alle unbedingt mit reingenommen, weil das ist jetzt Vergangenheit. Jewel hier mit einem Shiny Habitak. Jewel mit einem 100% Knaxel. Jewel mit einem 100% Glücks Capuno. Also Schocker der Woche. Nein, wir haben natürlich noch andere Sachen für euch. Zum Beispiel Julchen. Erstes Ziel für das Lichtfestival direkt erfüllt, ein Shiny Pichu, hat ihr wohl noch gefehlt, der Aluhut zeigt uns hier. Jetzt verstehe ich erst, was die mit Hoppa und Schabernack meinen. Da ist ein Shiny 100%iges Bisasflor als Best Buddy in der Mega-Entwicklung und da ist einfach ein Hoppa drin. Und ja, ich weiß, dass das Hooper heißt, aber trotzdem guckt es euch doch mal an, wie es da rumsitzt. Aluhut hier auch, das ging ja fix. Dritte Raid und ich brauche nur XL. Shiny Terrakium mitgenommen. Shinaya hier, Shiny Flurmel, Shiny Terrakium, auch da aus Spanien. Das heißt, das ist sicher aus Raids für Zuschauer. Was wir am Samstag mit Terrakium gemacht haben, am Sonntag mit Kobalium gemacht haben und diesen Sonntag, der jetzt noch kommt, machen wir auch noch Viridium. Wer also den Pokédex-Eintrag noch braucht, Hilfe braucht, keine Leute zum Raiden hat, kommt rein, macht mit. Kenny, Horse of Death hier, Huni am Morgen und dieses Mal sogar auf dem richtigen Account, 100% Kobalium, sogar mit Wetterboost. Habe ich ja auch zwei, aber ich weigere mich, gerade Kobalium-Raids zu machen, zum Hochpushen. Dann mache ich ja lieber Terrakium, genau. Kyogre, ich danke dir. Wieder mal aus einer Ramses-Einladung hier auch Shiny Terrakium bekommen. Bob the Rob, scheiße, umzingelt und noch Luftunterstützung. Guck dir das an. Er steht in der Mitte, das sind vier Rocket Stops und noch ein Ballon oben drüber. Es ist auf jeden Fall richtig heftig. Ihr merkt wirklich, dass ein Rocket-Event ist. So viele Rüpel. Und es ist toll. Also so viele Leute feiern dieses Feature und würden gern, dass jeder Stop ein Rübel ist, damit sie einfach nur noch rumcatchen. Chevy, 100% Skelabra mit Kreuz, aber noch nicht auf 50, da fehlt noch ein bisschen was. Chevy mit einem Pump Gin, 100%, ein XS und ein Anares, das ist kleiner, das ist größer, ja. Die Nachzügler von Halloween, dann noch ein Pantimimi, Shiny gebrütet, nehmen wir auch mal mit. Nice, Chevy mit einem Shiny Magnetilo, der sieht einfach nur genial aus. Chevy mit einem 100er Mag Cargo, ja, hat was. Wie sieht der Shiny aus? Weiß man das? Chevy, bitte melden, Julchen, Glücksfreund. Ich weiß nicht, ob ihr Kontakt habt, wenn nicht, sagt Bescheid oder kommentiert mal hier drunter, dass ihr euch gegenseitig findet. Wenn nicht, verknüpfe ich euch. Chevy auch hier 100% Dedenne dabei, steht nur eine 10 dran. Chefe 24, Shiny Krypto Slimer und 100er Lampi. Dritter Account, Sören, 100er Tarnel, dann fällt ihm auf, dass er die Familie schon voll hat. Fehlt nur noch das Shiny hier von Fritzel, Bitz, Blitz und Voltenso.
Dann hat er einen Anorith gefangen als Krypto. Wenn er das erlöst, wird das auch ein 100er, aber sieht doch so eigentlich viel besser aus. Würdet ihr das erlösen? Ja, nein. Würdet ihr das so lassen? Dann hier noch ein Skorkler. Würde auch ein 100er werden, wenn man es erlöst. Ist aber so auch ein nettes Pokémon. Celal hat uns hier sein Plinfa geschickt, noch aus dem Halloween-Event. Hier ein Lucky Tuska mit 100%. Ein wildes Giflor, was ich auch sehr cool finde, mit dem Bild gerade auch durch den Regen dabei. Ein echter Rebell. Diesmal waren es nicht so viele Celal-Bilder, aber ich habe trotzdem wieder einige mit reingenommen. Und seht euch das an. Der fährt mit einem Pepsi-Auto. Der ist ein Mitarbeiter von Pepsi. Der liefert Pepsi aus. Der geht Pepsi-mäßig um die Welt und dann trinkt er einfach Coca-Cola in der Pause. Ein richtiger Rebell eben. Celal hier noch Shiny Viridium, Shiny Cobalion mit 98%, ein 100er Waumball, ein 100er Pikachu, Celal mit dem Shiny Terrakion mit Wetterboost, Celal mit dem erlösten 100% Electek, Celal mit dem 100er Lampi, Dubby mit einem Shiny Viridium als Pokédex-Eintrag, also ein Raid, ein Shiny, direkt, bam, ging das direkt ab. Vielleicht was für Raid am Mittwoch, hat auch 15 und 15 und dazwischen noch was anderes. Ist auf jeden Fall dabei. Noch was für Raid am Mittwoch, Dubby mit einem Shiny Lambi in der Spotlight-Stunde. Haben wir ja gestern auch Taubsi, also gestern. Am Dienstag, als wir dann Let's Go Pikachu gespielt haben, haben wir ja auch ein Taubsi, dann Dubsi genannt, ja. Wegen Dubby, also, ja. Zum Schluss nochmal zwei Shinies, endlich das 100er, Koselinchen. Zwei Shinies, das 100er, 100er Terrakium, Shiny Terrakium, Shiny Viridium, Shiny Cobalion zweimal, Shiny Sengo Magnetilo Habitak, alles Shiny, Shinaya, Shiny Flurmel, Shiny Cobalion. Ich glaube, das Flurmel ist wahrscheinlich das vom Anfang nochmal, weil ich das immer aus der Gruppe rausgescreent habe. Aber sie dann vielleicht nochmal privat geschickt. So, danke. Das heißt, sie hat nicht nur ein Shiny Terrakium von Raids für Zuschauer, auch ein Cobalion. Mal gucken, ob sie das Ganze bei Viridium auch hinkriegt. Durch das Gotcha gefangen, Shiny Magnetilo und noch ein Shiny Ileceba. Das hebt gerade ab, macht Luftsprünge, ein erlöstes, 100%iges Gorgler. Sarina, Shiny geplant, Level 50, 100er. Ein Tropikind, der Yendik hat mich aber sehr, sehr lange auf das erste Shiny warten lassen. 3417, wie gesagt, den hätte ich mir auch basteln können. Aber jetzt ist es zu spät und ich finde das immer noch komplett doof, dass die alle drei gleichzeitig da sind und dann nur eine Woche. Also ihr habt die Nase voll, aber ich hätte gern ein 100er Terrakium gesucht in Ruhe. Und mein 100er Cobalion hochgepusht. So kann ich nur ein was machen und werde gar nichts von beiden erreichen. Déjà-vu, iScorpions. Er hat sogar extra gegoogelt, wie man Déjà-vu schreibt. App starten steht da schon wieder eins, aber diesmal mit schlechten Werten. Ihr wisst, beim letzten Mal hat er die App gestartet, da stand ein Imperator da. Das war ein 100%iges einfach so, als täglicher Fang. Zwar nichts Besonderes, aber über einen Goldkarpfen freut man sich immer. Ist zwar ein Z-Day-Pokémon, ich habe es trotzdem jetzt einfach mal mit reingenommen, weil es so schön aussieht. Andere CD-Pokémon habe ich aber nicht mit rein. Und da schillert es wieder, iScorpions hier auch mit einem Shiny Flurmel. Gelungener erster Tag, Austria Chilzen hier auch an einem Tag. Zwei Cobalion, drei Viridium, ein Shiny aus dem Raid von Viridium, ein Shiny aus PvP Viridium und ein normales Viridium aus dem PvP. Plus wohl ein Terrakium aus dem Raid-Stream, könnte man denken. Perfekter Start in den Samstag, hier sieht man es auch. Da war Raids für Zuschauer mit Terrakium. Da wurde er eingeladen, da hat er dann mitgemacht, hat es hier unten gefangen mit 2092. Was aber nicht das ist, was da unten ist. Egal. Was? Dann Austria Chilzen zeigt uns hier, wie die Blauen ihr Klopapier aufhängen, wie die Roten ihr Klopapier aufhängen und wie die Gelben einfach mal das gar nicht aufhängen, Rolle leer. Lässt du die Papprolle drin, jetzt habe ich eine rote Nase und tust die Rolle einfach oben drauf, ist viel handlicher, machst du ab, zack. Heißt das jetzt, wir sind faul oder wir sind clever oder wir wissen uns zu helfen oder wir hängen komplett hinterm Mond? Ich weiß es nicht, was das ausdrücken soll, aber so habe ich auf jeden Fall auch meine Klopapierrollen, nicht auf der Rolle, sondern eben so einfach. Andy Project, naja, kurz vor Toreschluss noch das 100er Shiny mitgenommen hier, 100er Shiny Darkrai.
reichen da die Bonbons zum Hochziehen? Wie hoch kommt das jetzt da? Andy Project, was man aus einem Rauch so bekommt, 100% Kadabra. Ich glaube, ich habe noch nie aus dem Rauch ein 100er Pokémon bekommen. Dann Drachek, das hat mit ihm etwas gedauert, ist mit Moonlight aufgestiegen hier zu Glücksfreunden. Erik Hardung zeigt uns auch hier das 100% Darkrai, das 100% Ibitak in der Nähe von Weißensee, Thüringen. Ja, das ist ja hier genau, Deutschland ist schön. Dann haben wir Ice Outside 123, der Morgen begann ganz gut. Habitak. Shiny, Burkhardt, Glücks, Lucky Weberak, 100%, Glückwunsch, Marco FedEx, ein 100% Linfu, das ist eigentlich richtig krass, das müsste der Schocker der Woche sein. Chris, mein Ziel bei Darkrai war ein gutes Shiny, naja, hat jetzt hier 1, 2, 3 100%ige und, ja, lauter 98er, wie man das sieht, 1, 2, 6, 7. 6, 98er. Eins reicht. Kann er bestimmt gar nicht alle hochziehen, Bruder. Elke hier auch. 100% Ponyo. 100er Schuppet. 100er Porenta. Shiny Flurmel. Shiny Kobalium. Shiny Traunfugil. Shiny Flurmel. Jan Lehmann mit einem 100%. Shiny Absol. Gebrütet mit Wetterboost natürlich, wie man sieht. Dann Jan Lehmann auch noch. Was willst du denn hier? Hat er mir gezeigt, das doppelte Lottchen oder das tödliche Flittchen, wie auch immer. Ist so ein Rocketrübel doppelt. Sieht aus wie beim Lennart immer. Bei dem spinnt auch immer alles rum. Benjamin Engel hier hat endlich sein Hypno auf Level 50 gepusht, was er natürlich gerne nimmt. Auch dafür die GBL. Hat ein Darkrai Raid zu zweit gemacht im Duo. Siehe Thomas Rothe, der das ja auch macht, ja. Nur im Unterschied, die haben einfach gar keine Pokémon genommen und haben ohne gekämpft. Das zeigt, die haben den Lobby-Trick benutzt, den haben wir nicht benutzt. Wir sind wahrscheinlich viel zu cool dafür, deswegen machen wir das nicht. Würde aber natürlich nochmal Zeit sparen. Achso, warte mal. Das war Darkrai. Das ist Terrakium als Duo. Ja? Sieht man hier Supernatural E3 und Benny BE. Ich habe Beni, heißt das ja eigentlich, sind nur ein N. Dann hat er hier noch 100% Electek mitgenommen, Shiny Absol mitgenommen, Lennart 100% Elezeba, Shiny Viridium 100% Darkrai, erlöstes 100er Pionscorer, ein Ninja Electek mit schwarzem Gummianzug, wildes Rizeros. Bei ihm sieht es auch richtig gut aus. Was möchtest du? Kämpfen? Hat schon die Frau einfach unter den Pullover gepackt und nimm die mit? Und ist auch einfach doppelt und dreifach da und gleich, ach, das ist Pokémon Go. Hannes hier auch, Shiny Viridium, Shiny Terrakium, 100%. Fritzel Blitz, übrigens kam heute ein Paket vom Hannes, das wir nachher noch aufmachen werden. Ich weiß aber nicht, wann ich das hochlade, weil schon wieder die Woche so vollgestopft ist. Shiny Smogger noch mitgenommen. Heiko, hier 100% Quabbel aus der GBL. Heiko, hier mit einem Kangama. In der Alola-Version. Guck dir das an. Heiko! Ich weiß nicht, woher das ist. Ist das seins? Ist das keins? Ist das eins? Ist das Heinz? Das ist Heinz, wie man sieht. 100% Kryptologia. Müsste ja eigentlich der Schocker der Woche sein. Aber da ist abgeschnitten, das können wir nicht nehmen. Dann haben wir hier noch ein Krypto Scorecrow 98er, wo komischerweise ein Fangor dran steht. Deswegen machen wir jetzt mal weiter zum Thomas Speck. Der hat nämlich das 100er Terrakium bekommen. Shiny Elezeba, 100er Titene, Juel hier, Shiny Krypto Slimer, Bobamo, Shiny Togepi. Da werden jetzt manche wieder töten dafür, ja. Bobamo. Hast du eigentlich mittlerweile ein Krypto Shiny? Ja, leider. Vielleicht ist sowas ja was für Raider Mittwoch. Shiny Sneevel, Krypto, Shiny Samuzzle, Krypto, noch eins. Es läuft die Woche wieder alles runter, das Bein entlang. Noch ein kleines Shiny, Azurill hinterher, sehr schön natürlich. Wofür braucht man sowas? Egal, wird trotzdem gepusht. Den habe ich mal mit reingenommen, das andere nicht. Und ich sage auch nicht, was das andere war. Pyroleo, habt ihr auch schon eine 50? Braucht man. Ein 666er, jetzt freue ich mich schon auf das Frustrations-Event.
sammelt ihr auch komische Zahlen? 88, 66, 13, 9, 7. Alles komische Zahlen, oder? So, einfach mal angetippt, wollte den gar nicht fangen. So, Shiny Kramurks. Das Event brauche ich dringend. Ich dachte erst, es ist ein Wunder da, aber nee, das ist ein 98er. Ich glaube, der letzte Wert ist nämlich nur auf 14. 98er Krypto Magma, kannst du erlösen. Dann hier Heimatlieder. Deutschland ist schön, Knorkador, haben wir am Montag im Stream ja geguckt. Hat zwar nichts mit Pokémon zu tun, aber vielleicht haust du es ja mit in Raid am Mittwoch rein. Gerade nur drauf gekommen durch deinen Stream, mein Lieber. Freut mich ja, dass das einigen gefallen hat. Leider wurde der Stream gesperrt. Aber nicht wegen den Knorkador-Liedern, sondern wegen dem Auftritt von Knorkador beim Wacken-Festival. Den Wacken-Auftritt habe ich jetzt nachträglich rausgeschnitten und so ist der Stream vom Montag jetzt wieder frei und kann begutachtet werden. Cumulus 1310 aus einem 10-Kilometer-Ei, Shiny Click. Und dann haben wir die Experten, es soll nicht böse klingen, aber ich sage immer, schickt mir nichts bei Discord, schickt mir nichts bei Insta, wenn ich das upscreen, es steht kein Name dran, man sieht das nicht. Ihr seht das hier, das passt einfach. WhatsApp passt, Facebook passt, Telegram passt. Instagram passt nicht. Guckt mal dieses schöne 100% Shiny Tansa von Mr. X, weil steht ja kein Name dran. Dann hier Legendär und Alter 0 bis 1. Was haben wir denn alles bekommen? 100% Kobalium, Shiny Viridium, Shiny Terrakium, alles dabei. Dann hier oh, 100% Kobalium, auch Mr. X. Das sind sogar zwei verschiedene Mr. X mittlerweile. Und hier nochmal bei Viridium auch. Aus dem PvP, aus der PvP-Belohnung, aus der Go Battle League, ein Shiny Viridium. So, stehen keine Namen dran, das nächste Mal bitte dann bei WhatsApp, Facebook oder Telegram schicken, so wie das, glaube ich, auch drin steht, irgendwo in der Beschreibung. Und das waren jetzt die Highlights und wir haben jetzt noch den Schocker der Woche für euch. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, Tiso. Die hat nämlich ein Darkrai mit Wetterboost gefunden, was dann leider geflohen ist. Und das ist dann Spaß. Nein, das ist nicht der Schocker der Woche. Aber ich finde es trotzdem schockierend, denn ich habe kein einziges Darkrai gesehen. Auch andere haben gesagt, sie haben in 2-3 Jahren Darkrai noch nie Darkrai mit Wetterboost gesehen. Aber es gibt sie. Guckt euch das an. Darkrai mit Wetterboost. So, der wahre Schocker der Woche ist aber, haltet euch fest, K-Joker und du seid jetzt Glücksfreunde. Das war nämlich das erste Bild, was in der Gruppe war, ne? Weil K-Joker führte mal an. Was ist da jetzt so besonders? Wir sind Glücksfreunde geworden. Wir haben dann getauscht. Ich habe ihm versprochen, weil er mir damals einen Shiny Incognito-Buchstaben gegeben hat nach dem Go-Fest, dass er ein Shiny Giotesto als Glücks-Pokémon bekommt. Wir so lange leveln, bis wir beste Freunde sind. Es hat auch nicht lange gedauert, bis wir Glücksfreunde waren. Hat das jetzt bekommen, hat sich mega gefreut. Und das Lustige ist, wir haben das getauscht. Und dann kam einfach die Meldung, hey Joker, und du seid jetzt Glücksfreunde. Ja, also versteht ihr das? Guck mal, hier steht 23,44, 24%. Und hier dann 19:08, 42%. Dann habe ich so reingeguckt, okay, wir haben das gerade getauscht, 19,3, ja, wurde das getauscht, 19,8 ist das aufgeploppt und ich habe auch nachgeschaut, wir hatten dann eine Interaktion und waren einfach wieder lucky, ist das nicht toll? Habt ihr das auch schon mal gesehen? Habe ich ihm auch geschickt, habe mich gefreut, Shenaya so mit der Taube, die Interaktion vom Lucky Trade hat einen neuen Glücksfreund-Status getriggert. Nee, oder? Doch, zack, können wir morgen direkt nochmal. Habt ihr das auch schon mal gehabt, ja? Dass ihr einen Glücksfreund hattet, habt mit dem getauscht und seid durch den Tausch direkt wieder Glücksfreund geworden. Ich weiß, das gibt's, das gab's, aber wer hat das schon mal gehabt von euch? Ich finde das auf jeden Fall total cool, dass wir einfach durch den Glückstausch wieder lucky wurden und dann direkt am nächsten Tag wieder einen Glückstausch machen konnten. Das für mich mein persönlicher Schocker der Woche, denn damit hätte ich gar nicht gerechnet. Das kam wirklich mega überraschend. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.